unsern Brüdervolk Walloniens richten wir den mutigen Blick. In die Zukunft lasst uns niemals weichen, einen Schritt zurück. Denn die Saat der Hoffnung keimt nun und das Gute wird erkämpft. Einig ist es uns ein leichtes, weil der Freiheit helles Licht in den Herzen brennt, in den Herzen brennt. Sei's auf Feldern, in den Schächten, heim am Herd in der Fabrik, alle ziehen an einem Strang für unsere Räterepublik. Frohen Mutes geht's ans Werke, wir erbauen ein neues Land. Niemals mehr ein Joch ertragen, auf dem Weg in unser Glück gehen wir Hand. In Hand gehen wir, Hand in Hand. Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier im Jahr 1986. Wir sind im Januar 1986 in der schönen Volksrepublik Wallonien. Für diejenigen, die das Let's Play relativ aktuell verfolgen, ein kleiner organisatorischer Hinweis. Diese Staffel wird etwas anders ablaufen. Eine Folge wird alle zwei Tage erscheinen. Der Hintergrund ist, es ist gerade reduziertes Programm auf dem Kanal, Sommer, Urlaub und so weiter. Schaut in den Programmkalender, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber ansonsten läuft eigentlich alles normal. So, ich habe ohne euch mal wieder ein bisschen was gemacht und zwar natürlich am Müll gearbeitet. Inzwischen gibt es in Erzfurt und Schwerborn eine Müllinfrastruktur. Das heißt im Wesentlichen Müllplätze, seht ihr hier, und ein paar Container. Hier brennt es übrigens im Stadion. Ich habe mich aber entschieden, hier in Erzfurt und Schwerborn jetzt keine gesonderten Deponien oder Mülltrennung hinzubauen, sondern das wird über Leipzig laufen. Natürlich gibt es Müllabfuhren, logischerweise hier oben Müllabfuhr Erzfurt und hier hinten haben wir die Müllabfuhr Schwerborn. Die wird hier den Müll einsammeln und dann entsprechend nach Leipzig bringen. Da haben wir alles, da haben wir die gesamte Infrastruktur. Und das Ganze ist auch zum Beispiel hier relativ nah bei. Na gut, okay, das ist erstmal die Müllverbrennung. Die kommt als letztes dran, aber ich denke, es ist trotzdem der bessere Weg. So, das heißt, uns fehlen jetzt noch Wartenburg, Polymerseburg und Wolgast. Und dann haben wir die Müllinfrastruktur komplett geplant. Ich werde das spätestens fertig haben, wenn Mühlhausen auch fertig gebaut ist. Das wollen wir natürlich. Wenn Mühlhausen da ist, dann soll auch der Müll da sein. Okay, schauen wir mal, wie das weitergeht. So. Das ist das eine, was ich gemacht habe. Das zweite, was ich gemacht habe, ich habe hier in Mühlhausen schon mal die Bauunion ein bisschen bestückt. Und die sind jetzt auch schon richtig am Losfahren. Habe auch hier die Quellen definiert, bei denen es schon ging. Oh, ich sehe gerade, wir können noch was definieren. Denn ich habe hier schon das Platten- und Stahllager eingerichtet. Das ist ja schon fertig gebaut. Das können wir dann auch nochmal definieren. Also Stahl bitte von hier holen. Und Platten bitte von hier holen. Hier kommen dann Ziegel und Bretter hin. Beton, Asphalt, Kies kommt aus Neueswerder und aus Oelsnitz. Das werden wir hier nicht gesondert irgendwie machen. So, wir müssen aber hier mal gucken. Heizungsproblem. Das ist aber... okay. Warte mal, wieso gibt es hier ein Heizungsproblem? Hier haben wir doch extra so ein kleines... gesondertes Heizwerk. Arbeitet das nicht? Meine ich mich zu erinnern, hier oben, ne? Ah, okay, da war gerade mal aktuell kein Arbeiter da. Jetzt ist er wieder da. Jetzt wird hier Bitumen verheizt. Und jetzt sollte es auch kein Problem geben. Aber hier kommen relativ wenig Mitarbeiter rein, aber da kommen die nächsten, ne? Der Weg
Ist auch ein bisschen umständlich. Kann man den nicht verkürzen, sagt mal? Können wir hier noch ein bisschen was bauen? Ja, man könnte den noch abkürzen, indem man einfach hier rüber zieht. Ja, zumindest bis hier. Ist eine gewisse Abkürzung, würde ich sagen. Lassen wir einfach mal noch bauen. Mini-Optimierung. So. Das gleiche gilt vielleicht für oben. Also wenn man... Obwohl, da wird man nicht viel abkürzen können. Hat das Ding einen eigenen Fußgängeranschluss? Ja. Ja, hier ist der Anschluss zu steil. Das wird nicht funktionieren. Okay, so. Feuer sind gelöscht. Ich habe euch gezeigt, was ich gemacht habe. Jetzt kommen wir zu euren zahlreichen und vielen hilfreichen Anmerkungen, die ich teilweise umsetzen möchte. Kleinigkeiten habe ich auch schon umgesetzt. Eine ganz wichtige Angelegenheit ist, ich habe völlig aus den Augen verloren, dass wir ja hier schon ein Verteilungszentrum Elektronik, und zwar, wo haben wir es hier? Elektronische Komponenten, Elektronik gebaut haben. Ich hatte hier noch eins in Auftrag gegeben, das hat sich jetzt komplett erledigt. Das kann abgerissen werden, die Zufahrtsstraße kann auch abgerissen werden, auch wenn wir sie so schön gebaut haben, ja. Entschuldigt, liebe Leute, die Republik ist groß und manchmal verliert man die Übersicht, gerade bei diesem doch relativ komplexen Nationallagersystem. Also es ist gar nicht nötig. Das bedeutet aber wiederum, dass wir hier schon handeln können. Und zwar, warte mal, wo haben wir es jetzt? Elektronik, genau. Das werden wir uns mal hier behalten. Es ging ja um Neulandenburg, wenn ihr euch erinnert. Da hatte ich angefangen, die Stadt so ein bisschen breit zu machen. Wir beliefern nämlich hier schon das HO-Warenlager. Aber eben noch nicht mit Elektronik. Das muss jetzt noch erfolgen. Insofern, also neue Verbindung. Hier, zack. Entladen, Elektronik. 70%, genau. Dann müsste das jetzt auch beliefert werden. Elektronik ist hier eingestellt als Lagerware. Hervorragend, dann kann das dann auch verteilt werden. Wenn es dann endlich losgeht, es wird losgehen, wenn diese Busplattform hier gebaut ist. Das ist hier Priorität. So. Wie sieht es im Übrigen aus mit der Kohle hier? Ah ja, genau. Die war voll. Wir haben ja LKWs im Moment. Schicken wir dorthin. Wir könnten doch eigentlich auch die LKWs, statt dorthin zu schicken, sie ins Kohlelager schicken. Dann können sie sogar nochmal auf Nummer sicher ein bisschen weiter Kohle... Oh, das ist eine gute Idee. Das ändern wir mal. Na, dann stehen die jetzt nicht irgendwie dumm rum, sondern machen das noch ein bisschen besser. Also, neues Ziel hier. Entladen mit Kohle. Ja, warten bis leer. Wir müssen dann irgendwann, wenn das anders läuft, das natürlich noch wieder rausnehmen. Kohlelager Oelsnitz, neue Land. Habe ich das jetzt? Okay, ich habe das falsche gelöscht. Entschuldigt. Also, entladen, Kohle. Ich wollte nämlich das hier löschen. So. Hä? Warte mal kurz. Ah, ich habe es nicht gelöscht, sondern ich habe die Veränderung abgebrochen. Oh, 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 was ist hier los? Nochmal zurück. Ich wollte halt den Halt löschen. So, also bitte, jetzt hier. Entladen zum dritten Mal. Aller guten Dinge sind drei. So, und wie lösche ich jetzt den Halt? Da oben, Halt löschen. Oh mein Gott. Alles klar. So, und jetzt können wir die Änderungen speichern. Und jetzt wird zukünftig Kohle dorthin gebracht und damit noch ein bisschen was angespart. Zusätzlich der Puffer steigt. Das würden ja die Züge auch so machen. Stichwort Zug. Hier wartet ein Zug zu lange. Das checken wir mal kurz. Warum wartet der da? Das ist höchst ungewöhnlich. Oh, oh, oh. Was ist denn hier los? Okay, der steht hier über der... Oh mein Gott. Der... Wartet mal. Aber ich verstehe nicht, warum er steht. Er kann ja fahren. Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Wenn er hat doch grün. Warum fährt er nicht? Also ich meinte, die können jetzt alle nicht fahren, weil er nicht fährt. Das ist ganz klar. Aber warum fährt er nicht? Wo fährt er denn eigentlich hin? Er will nach Stralsund Flüssiggut laden, entladen. Er will hier rein.
Ja. Hier ist aber rot. Und warum ist hier rot? Leute, das ist 1000 Jahre lang gut gegangen. Ah, wartet mal. Ich habe hier eine Veränderung gemacht. Hier hatten wir immer Probleme zum Stromgleis. Könnte es damit zusammenhängen, dass hier ein Signal fehlt? Ja, genau. Da steht nämlich jetzt ein Zug. Jetzt ist grün. Jetzt kann er fahren. Okay, tatsächlich. Ich wunderte mich. Es ist immer gut gegangen hier an dieser Stelle. Dieses Problem hatten wir nie. Ja, ich erkläre es kurz nochmal. Ihr habt es vielleicht in den letzten Folgen mal gesehen. Hier war einmal so ein Stromsibbel angezeigt. Der Grund war, dass ich aus Versehen hier meine Elektrifizierung gemacht habe. Aber man kann, wenn eine Elektrifizierung drin ist, nicht einfach wieder die alte Strecke überschreiben mit Sofortkauf, sondern muss das abreißen und neu bauen. Dazu war ich bislang immer zu faul. Jetzt habe ich es mal gemacht und prompt gleich was kaputt gemacht. Nämlich ein Signal weggenommen. Aber das hat sich nun aufgeklärt. Zum Glück. So, wir waren gerade beim Thema Elektronik, das hätten wir geklärt. Nächstes Thema ist Kohleimport. Und da haben wir ein paar. Na, wir fangen mal mit der kurzfristigen Lösung an. Ich habe aber noch eine andere Sache, die kommt später. Inzwischen ist hier der Kohlezug gebaut worden, den wir für den Import nutzen wollten. Das heißt, wir müssen jetzt den erstmal irgendwie wieder herholen. Ja, beladen. Zugdepot, genau, fahr mal da hin und hol das. Müsste jetzt eigentlich so gehen, wenn wir ihm das sagen. Müsste er doch da jetzt losfahren, oder? Passiert nichts. Start müssen wir noch sagen. Okay, alles klar. So, der soll jetzt erstmal alles ins Depot holen und dann sortieren wir uns das. Und dann wird es zusätzlich noch einen Kohleimportzug geben, um die Stahlproduktion noch weiter anzukurbeln. Ihr erinnert euch sicher an dieses Thema. Ich habe aber schon mal geguckt, da ist auf jeden Fall ein voller Stahlzug gerade ins Stahllager gefahren. Das heißt, da ist auf jeden Fall wieder ein bisschen Stahl auf den Markt gekommen. So, wo ist jetzt das hin, was wir da gerade reingebracht haben? Hä? Wollte mich verkohlen. Nein! Das kann nicht wahr sein. Kann es sein? Okay, alles klar. Wartet, da ist es. Ja, aber es gibt nicht. Gab es hier was zum Scrollen? Habe ich es nicht gesehen? Es ist aber nicht weg. Keine Panik, alles gut. Das kann ich nicht aneinander hängen. Ja, okay, lasst uns mal diesen Kohlezug jetzt basteln. Eigentlich wollte ich da nur 6 haben für. Die anderen 3 sind für den Kohlezug nach Neulandenburg. Ja, ist das zu lang? Jetzt haben wir einen zu viel. Kann man 7 fahren lassen? Ja, müsste man eigentlich, ne? Okay, setzen wir den ein. Aber wir haben ja eine Importlinie. Die können wir da einfach draufbringen. Wartet, dazu pinne ich mir den Zug nochmal an. So. Zack. Okay. Da will ich aber auch noch eine Veränderung machen. So, die Importlinie, eine läuft ja schon, die kommt aber hier an. Die will ich erstmal verändern. Das ist diese hier. Und zwar habe ich mir überlegt, die werden wir direkt ins Stahlwerk schicken. Dann gibt es hier nicht mehr so viel Stau. Denn hier kommen nur 1 oder 2 Erdzüge an. Es gibt aber hier 3 Haltepunkte. Das gefällt mir eigentlich besser. Das heißt, wir nehmen die Linie, ändern das jetzt mal. Zusätzlicher Halt nach dem Zollhaus, Halt hinzu. Ne, Quatsch. Ja, genau. Stahlwerk, ja, genau. Entladen, warten bis leer, Kohle. So, das heißt, das hier oben können wir dann rausnehmen. Jetzt wissen wir, Halt löschen funktioniert so. Entladen, beladen, perfekt. Die Änderungen können gespeichert werden. So, der fährt jetzt direkt da rein. Und das Ganze können wir jetzt übertragen. Kann ich das so? Ne, dazu muss ich das Depot wieder öffnen. Genau, dann kann ich das übertragen. Übertragen hierauf. Und dann kann der eigentlich losfahren. So.
Dann haben wir jetzt noch einen weiteren Stahlimport. Und wir gucken dann gleich nochmal nach ins Stahlwerk. Ja, hier liegt schon wieder gut Stahl. Und ich glaube, ein Stahlzug dürfte inzwischen auch hier schon wieder gefahren sein. Wie sieht denn das Lager hier aus? Im Lager ist wieder ein bisschen was. Na, das ist doch schön. Schaut mal. 44 Tonnen ist im Lager geblieben und es gibt aktuell... Oh, hier wird aber abtransportiert. Wir gucken mal, wo wird es hingebracht? Nach Leipzig ins Lager, ja. Es ist jetzt auch so, dass sämtliche Stahltransportfahrzeuge sind hier unterwegs. Und du? Was bist du eigentlich für ein Zug? Ach, du bringst das... Ah, ja, ja, alles klar. Nach Wartenburg für die... Ah, für die Eisenbahnproduktion, genau. Und damit wird das Lager auch direkt wieder entleert, so wie es aussieht. So, und hier habe ich natürlich noch einen Fehler gemacht, weil der kommt jetzt hier nicht mehr raus. Denn, es ist wirklich, wenn man eine Veränderung macht, man muss so höllisch aufpassen. Denn ich habe ihn natürlich hier, er muss doch eigentlich noch zurückfahren. Genauso wie der hier auch zurückfahren muss. Das ist doch hier auch schon wieder falsch. Beziehungsweise, halt, stopp. Der fährt vorne raus. Ja, der fährt vorne raus. Das heißt, hatten wir denn nicht aber immer noch einen Zug, der exportiert? Wenn es Überschüsse gibt, oder hat sich das schon erledigt? Weil wenn der auch vorne rausfahren würde... Wie kommt der denn eigentlich zur Grenze? Aber über diese Sache brauchen wir eigentlich jetzt nicht nachdenken, weil wir eh nicht exportieren. Aber hier müssen wir was verändern. Der muss ja wieder zurückfahren. So geht nicht. So geht's nicht. Jetzt dürfte er jetzt auch seinen Weg finden. Jawohl. Okay. Und der fährt vorne raus, so wie geplant. Jawohl. Okay. Gut. Ach, ist schon wieder aufregend. So, das hätten wir. Dann kommen wir mal zu ein paar Kleinigkeiten Potsdam betreffend. Da gab es zahlreiche gute Hinweise. Und zwar, erinnert ihr euch noch an das Thema, dass hier nicht gebaut werden konnte, weil noch keine Straße dorthin geführt wurde, weil ich da keine Straße haben wollte. Ich habe jetzt so eine Baubehelfsstraße hier geplant, aber zu Recht wurde gesagt... Das ist ja eigentlich keine gute Lösung, weil das Ding muss ja auch gewartet werden als Gebäude. Da müssen Fahrzeuge hin. Und ich glaube, hier am Hafen bekommt das Schiff auch, muss ja auch das Schiff betankt werden. Ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Aber wie wird es eigentlich betankt? Ne? Frage ich mich jetzt gerade. Hat das ein internes Tanklager möglicherweise, dieses kleine Ding? Naja, auf jeden Fall müssen wir eine Straße dahin bringen. Und insofern lassen wir mal ab von diesem Plan. Wir werden nicht drum herum kommen, als irgendwie so eine Art Zufahrtsstraße dorthin zu führen. Ja, das wird auch eine normale Asphaltstraße sein. Wie sieht das ansonsten aus? Ne? Das heißt, diese ganze Wegeführung muss noch sich ein bisschen verändern. Wir werden hier den kleinsten Radius nehmen, der geht. Und dann gerade hier rangehen. Ich meine, man könnte jetzt noch am See entlang... Wenn wir mal überlegen, hat es noch irgendeinen Mehrwert? Das könnte natürlich für Wohngebäude interessant sein, die wir dahinter vielleicht bauen. Oder vielleicht sogar davor, so noch weiter am See. Warum ist das eigentlich hier noch nicht angeschlossen? Auch eine Merkwürdigkeit. Pass mal auf, wir machen das tatsächlich ein bisschen anders. Wir ziehen das so ein bisschen so rum. Dass man da vielleicht... Okay, jetzt habe ich die schönen Bäume gefällt. Ja, sagt mal, hier ist ja gar kein Straßenanschluss. Was ist denn das? Der muss natürlich da auch noch hin. Und... Ja, wo kommen wir dann hier raus? Ich würde sagen, wir gehen dann hier raus. Und so hier hin. Ja. Okay, wird ein bisschen anders als ursprünglich gedacht, aber... Warum nicht? Dann ist das, hat das jetzt hier keine Symmetrie, aber das ist auch nicht schlimm. Hier müssen wir die Fußwege dann noch ein bisschen anders planen. Das kann so losgehen. So, das war der eine Hinweis. Das nutzen wir dann
sicher noch hier für besonderen Wohnraum oder so, weiß ich nicht genau. Das nächste, eine Kleinigkeit, aber das gefällt mir, wurde gesagt, ob ich diese Straße hier nicht hier an diese Kreuzung ranmache. Das finde ich auch eine schöne Idee, dann ist das Gefängnis noch ein bisschen isolierter vom Rest. Das kann man gut machen. Jetzt die Frage, wie weit ziehen wir das? Das sieht doch ganz anständig aus. Ja, bringen wir das damit ran. Straße ein bisschen hügelig. Na, kann man da noch ein bisschen was machen? Das wird ja jetzt alles nicht mehr so benötigt. Machen wir das mal. So, wir haben irgendwo schon wieder Stau. Das muss aber nichts heißen. Das war Quatsch. So, okay, ja. Na, ist immer noch wirklich, aber geht nicht anders. Gut. Was war hier? Was war das für ein Stau? Das war nur der normale Kiesstau. Okay, das wäre das Thema. Nächstes Thema. Auch ein richtiger Hinweis, Einbahnstraßen, die habe ich natürlich noch gar nicht definiert. Hier sind aber jetzt schon Fahrzeuge auf dem Weg. Das könnten wir also jetzt direkt schon mal machen, dass wir hier, damit der Kreisverkehr auch so befahren wird, wie er befahren werden soll. So. Und dann wird das natürlich komplett eine Einbahnstraße. Ich sehe im Übrigen, dass damit auch die... Ah ne, es sah irgendwie nur so aus, als würden die Laternen dann irgendwie anders stehen. Aber das ist nicht der Fall. Okay, wer hier rein muss, der muss halt immer von da durchfahren. Ist halt so. Auch der Tunnel wird eine Einbahnstraße. Ich hoffe, das kann man überhaupt machen. Im Tunnel. So, okay. Gut, den Teil haben wir so. Dann versuchen wir mal, den Tunnel auch als Einbahnstraße zu definieren. Nur fertiggestellte Straßen können als Einbahnstraße festgelegt werden. Ja, okay, alles klar. Dann werden wir das sowieso erst machen, wenn das Ganze fertig ist. Da wart ihr mal wieder ein bisschen schneller unterwegs. Das ist aber auch euer gutes Recht. Und immerhin sieht es ja auch ganz nett aus, wenn das hier schon so befahren wird. Ist schon richtig so. Gut, dann ebenfalls noch ein richtiger und wichtiger Hinweis. Hubschrauberlandeplätze habe ich bis jetzt noch nicht eingeplant gehabt. Sowohl bei den Krankenhäusern als auch bei den Feuerwehren. Das sollten wir tun. Wir starten mal hier beim Krankenhaus. Ich hoffe, ich... Normalerweise müsste das jetzt so grün aufleuchten. Schaut mal. Komischerweise nur, wenn ich es so stelle. Muss offenbar irgendwie in diese Richtung zeigen. Ich probiere es nochmal anders. Ah, tatsächlich, okay. Geht nur so. Ja, dann ist es eben so. Dann planen wir es hinten raus und das Ganze benötigt ebenfalls eine Zufahrt. Ja, ich schau mal. Naja, ich glaube, wir machen die Zufahrt von hier. Ne? Dient eigentlich auch nur als Feuerwehrzufahrt, wie mir scheint. Können wir vielleicht sogar als Kiesstraße planen. Ah, wisst ihr was? Übrigens, ich habe noch was gemacht, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Das war auch noch so ein kleiner Kritikpunkt, der aufgekommen ist. Und zwar betrifft es hier diese vielen Funktionsgebäude an der Einfahrtsstraße hier bei der Hauptstadt. Grundsätzlich ist das nun mal so, dass die Einfahrtsstraße eben vor allem eine Funktionsstraße ist. Ne? Da sind dann, das sieht man in jeder Stadt, da sind dann eben... Also da wird die verkehrsgünstige Lage halt ausgenutzt. Insofern sehe ich das nicht so, dass die Einfahrtsstraße zur Hauptstadt irgendwie eine ganz besondere repräsentative Funktion hat. Die wichtigen Gäste kommen sowieso mit dem Flugzeug oder fahren mit der Eisenbahn.
Also in der Stadt, da sind die Repräsentationsstraßen, Einfahrtsstraßen, kenne ich eigentlich nicht, dass das irgendwie einen besonderen Zweck hat. Aber ich habe es zumindest ein bisschen abgemildert, indem ich diese Lager, die Einfahrtsstraßen zu den Lagern, nicht auf die Hauptstraße habe münden lassen, sondern das Ganze nochmal komplett umgekehrt habe. Und das geht jetzt hinten raus. Auch diese Straße habe ich jetzt ein bisschen anders gezogen gehabt. Die war gerade, aber so ein bisschen schief gebaut. Also in sich schief. Das ist jetzt ein bisschen angepasst. Und wir können zumindest hier vielleicht noch Bäume pflanzen, Wald pflanzen, dass das so ein bisschen verdeckt ist. Ich denke, das entschärft das Ganze vielleicht etwas. So, wir waren aber beim Thema Hubschrauberlandeplätze. Hier drüben ist ja auch noch eine Feuerwache. Das heißt, da muss das auch noch ran. Wir können uns hier gleich mal mit einer Pipette, Quatsch, das hier nochmal holen. Ja, so geht's. Ich probiere mal, geht das? Ach, schaut mal. Guck mal, hier geht es auch, wenn ich es so rum mache. Ist ein bisschen merkwürdig. Dann mache ich es hier auch so rum. Planen wir das hier direkt daneben. So, ich glaube aber, das ist nicht die einzige Feuerwehr, die wir gebaut haben. Ich weiß aber nicht mehr, wo die andere war. Das muss ich jetzt mal suchen. Gebäude. Feuerwehr. Da drüben haben wir noch eine. Sehr gut. Das heißt, auch hier den Hubschrauber Landeplatz. Es könnte sich natürlich um eine Mod-Feuerwache handeln, die das irgendwie... Na doch, hier geht's. Jetzt geht's schon wieder. Komisch, wenn ich es leicht anschräge, funktioniert es. Skurril. Naja, ich will darüber nicht groß nachdenken. Wir bauen es dann einfach so hin. Kann ich mit leben. Läuft. Zufahrt kommt hier hin. So, und dann haben wir doch auch noch ein Krankenhaus hier, ne? Ach ja, hier so ein Riesenkrankenhaus. Na, ich bin mal gespannt, ob auch da ein Hubschrauberlandeplatz möglich ist. Und wenn ja, wie binden wir das denn an? Da ist natürlich noch eine Straße, da würde es gut passen. Und tatsächlich, es ist möglich. Ja, hervorragend. Okay, prima. Hatten wir noch irgendwo, wir hatten möglicherweise noch irgendwo so eine kleine Krankenstation, aber da brauchen wir keine Hubschrauber. Das wäre ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Gut, das wäre dann auch getan. Und ja, damit haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Hinweise aufgearbeitet. Ich will jetzt kurz mal gucken, wie es hier in Neulandenburg aussieht. Vor allem, was das hier betrifft. Aber da passiert irgendwie noch nicht so viel. Okay. Trotz hoher Priorität dauert es hier einfach lange. 9 Arbeitstage noch. Diverse Bauunionen wären eigentlich zugeordnet. Aber es passiert nicht. Vieles mangelt im Moment an Arbeitern. Die sind auf anderen Baustellen. Ja, dann ist das eben so. Gut. Okay. Ich will eine Sache vielleicht schon mal ankündigen, die wir dann das nächste Mal angehen werden. Natürlich, Potsdam ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber es gab eine Anregung, die ich aufnehmen möchte. Und zwar betrifft das das Thema Kohle. Es wurde angeregt, dass wir hier per Frachtschiff von der Seite aus Kohle zum Beispiel hierhin transportieren, weil wir dann dadurch vor den Brücken sind. Und hier so eine Art Reserve-Kohlelager machen, das dann ans Gleisnetz angebunden ist und über das Eisenbahnverteilzentrum dort dann Kohle holt bei bestimmten Verbrauchern, vor allem das Stahlwerk, wenn dort nicht viel Kohle vorhanden ist. Das finde ich eine hübsche Idee. Natürlich wäre das Ganze wahrscheinlich effizienter, wenn man das genau so machen würde, halt nur mit einem Zuganlieferung, also von der Grenze. Aber ich finde natürlich, so ein Kohlefrachtschiff sieht einfach gut aus. Bringt nochmal ein bisschen Leben auf diese Seite des Flusses, der Waldau.
Und insofern ist das was ich, glaube ich, jetzt in Gang bringen werde. Das wird, hier haben wir auch tatsächlich noch gut Platz. Das wird an dieser Uferstrecke stattfinden. Und wir werden dann wahrscheinlich hier, wo es sowieso schon super kompliziert ist mit den Gleisen, wir werden wahrscheinlich hier rangehen und dann da. Und ja, wir müssen in beide Richtungen, glaube ich, ne? Wir sollten flexibel bleiben. Vielleicht brauchen wir auch mal was in Neuerswerda. Wir gehen dann hier mit einem kleinen Dreieck so rein. Ja, ich denke, wenn nicht irgendwas anderes noch dazwischen kommt, werden wir das nächste Mal planen. Und ich hoffe, dass dann Neulandenburg irgendwann soweit ist, dass wir diese Stadt in Gang bringen können. Bis dahin erstmal, macht's gut, euer Steinwald.